So, Handelsstelle. Hier kriege ich Verstärker für Gomotköpfe. Ach, guck mal, Schlüsselanhänger und so kann ich hierfür. Den Kram kann ich hierfür eintauschen. Ja, machen wir doch mal. Dann kriegen wir den Kram. Das ist schon mal nice. So. Da ist wieder so eine Infofrau. Hä? Liebt er die Wand oder arbeitet er daran? Ist das Befummeln? Ist das schon... Ich frag lieber nicht. Alter. Kauf diese Information im Internet. Soll ich das echt alles kaufen? So, ich kaufe alles. Muss ja einen Grund geben. Wenn ich das alles kaufe, kriege ich da bestimmt voll was Tolles für am Ende. Irgendwann, wenn ich diese ganzen Infos gekauft habe, kriege ich bestimmt die beste Waffe im Game. 100 Pro. So, warte, wir gehen nochmal schlafen. Für die extra EP. I'm still getting stronger. Ich finde den britischen Akzent bei Nia sogar am besten. Stimmt, weil sie Frau ist. So. Ne, scheiß Betten. Weiß wie Schnee, frisch und fruchtig. Genau, das machen wir jetzt. Da müssen wir ja nur mit einem reden, der einen Ofen repariert. Ich finde das Wort fruchtig immer noch sehr gut. Weiß nicht warum. Hallo zusammen, lass mich raten. Ihr habt einen Auftrag für mich, oder? Trainer hat mal wieder Probleme mit dem Ofen, stimmt's? Nun, da helfe ich doch gern. Die Kosten für so eine Reparatur belaufen sich normalerweise auf rund 3000 Gold. Bezahlt wird er beim Voraus und dann gibt's auch nichts zu rütteln. Meine Frau sieht es nämlich gar nicht gern, wenn ich meine Kunden anschreiben lasse. Und ich sag's euch, ihr Genörgel macht mir mehr Angst als die Tatsache, dass die Titanen nach und nach sterben. Falls es euch also nichts ausmacht, bezahlt bitte gleich. Meine Nerven werden es euch danken. Wobei, für einen kleinen Gefallen würde ich euch den Ofen sogar umsonst reparieren. Erzähl weiter. Es gibt da etwas, das ich meiner Frau schon lange schenken wollte. Sie mag manchmal etwas anstrengend sein, aber ich könnte mir niemand Besseres an meiner Seite wünschen. Als Zeichen meiner Liebe wollte ich ihr einen Schlüsselanhänger kaufen, doch hier finde ich keinen... Verdammt. Habe ich bitte noch... Hier. Gott sei Dank habe ich noch welche. Mit dem bisschen Haushaltsgold, das ich von meiner Frau bekommen hätte... Schönes Kau. Ich mache... Okay. So, dankeschön. Und ich dachte, ich hätte jetzt keine Schlüsselanhänger mehr, weil ich die gerade abgegeben habe für die scheiß Verstärker. Das wäre wieder so typisch gewesen, einfach. So. Schlüsselanhänger gleich 3000 G, wow. Und vor allem finde ich davon ja voll viele eigentlich. Eigentlich sind die ja gar nichts wert für mich. Oh, scheiße. Ja, doch, ist richtig, okay. Dachte, ich werde jetzt... Oh, ich wäre jetzt falsch gesprungen, dachte ich. Ja. Ihr seid sich mir gerade eben mit der Reparatur fertig geworden. Sorgfältig, schnell und günstig, so lautet mein Motto. Reimt sich nicht, aber bringt die Sache auf den Punkt. Da sind sie ja, meine Meisterfreunde. Vielen Dank, dass ihr mir so toll geholfen habt. Glenn hat meinen Ofen repariert. So wie damals, als mein Mann ihn mir gerade ganz frisch geschenkt hatte. Ach. Guck mal, die ist auch so knuffig. Die sieht aus wie die eine vom Gemüseladen. Müssen Schwestern sein. Mein Mann kommt bald bestimmt nach Hause. Ich sollte mich dann wohl mal besser um den Kuchen kümmern. So, gib mir dein Rezept. Alter, wie viel redet sie denn? Die soll mir nur ihr Rezept geben. Frisch und fruchtig. So.
Wir müssen mal. Mal wieder. Harmonieringe abchecken. Dankeschön. Nein, ich will diese X-Kraft immer aktiviert haben. Dankeschön. Hütlück! Piece of cake. Time for a break. Dedede. 800 hat sie schon. Kann ich den 800 hier außen was machen? Nee. Erhöht Geschick, erhöht Agilität. Machen wir das. Hey, we didn't do half bad. Okay. So. What? Now. Das ist eine lange Quest. Was wollte er nochmal? Hier, weiße Hirschkäfer. Die kommen aber nur nachts. Ach, mein Tier, das Tier wird schon nicht verhungern. Ist ja nicht mein Tier. Und ich habe das Essen für das Tier nicht. Da ist noch eine Quest, da gehen wir mal gucken. We're here. So, shall we? You think you can take me? Ach, ich gehe da nicht rein. So. Oh, mein Tier hat aber... Nee, Moment, das ist nicht mein Tier. Das. Warum will Gemüse nicht wachsen? Nomon gibt große Mühe, mit Samen von Oma Bon neues Gemüse anzupflanzen. Und Ergebnis, kein Gemüse, will nicht wachsen und gedeihen. Nomon würde gern Dünger verwenden. Aber Nomon ist neu im Geschäft und hat noch kein Kaching, um teuren Mistdreck zu kaufen. Nomon sollte wohl aufgeben. Tut Nomon leid, Oma Bon. Sollen wir dir vielleicht helfen? Freunde wollen helfen. Wenn neues Gemüse sprießt, bekommen Freunde ersten Happen. Wenn Freunde Dünger gefunden haben, bitte Bescheid sagen. Okay. Je mehr Nährstoffe drin, desto weniger nötig. Einmal richtig aufs Feld kacken. Alles klar. Oder auch nicht. Muss ja nur 10 Stück von benutzen. Jetzt sind Nährstoffe genug. Danke, Bon. Gemüse wächst bis morgen sicher riesengroß. Einmal Eier machen, dann wiederkommen. Dankeschön. Es ist alles okay, kleines Arma. Du bist in Sicherheit. So. Ist noch eine Quest? Achso, ich soll da jetzt wirklich pennen. Okay, dann gehe ich da jetzt pennen. Da 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 da. Beenden wir die Quest direkt. Dann gehen wir mal endlich zum Hintern von Gormod, damit es mal wieder Action gibt. Ich kann die Stadt nicht mehr sehen. Das ist ja schlimm, ey. So, kurzer Aufenthalt. Bist du noch im Geld bezahlen hier in dem Spiel? Jetzt sind wir am Arsch. Morning, Rex. Did
you sleep okay? Ugh, I slept like a baby. Slept like a baby. Aber die Cutscenes sind cool. Außerdem brauche ich neue Kernkristalle für mehr Waifus. Was soll ich zu Lu sagen? Ja, wieso stand der vorher auch da? Steht hier vor die Hütte. Gemüse viel zu groß gewachsen. Außerdem schlimme Farbe. Nur mal probiert, schmeckt gar nicht wie Happy. Eher wie K- jetzt eher wie Kacki. Oh, das ist ein kompliziertes Thema. Keine Sorge, Pyra, mit Geduld und Spucke kommt schon Lösung. Ja, dabei hat Norman Gemüse doll gepflegt und Dünger von Freunden war auch doll. Muss wohl Erde auf Wolf. Mehr Erde unter Lupe nehmen können Freunde, solange in Umgebung nach Ursache vom Problem suchen? Das kriegen wir hin. Bitte, Nu, Bauchi fühlt ganz komisch an. Schmeckt nicht nach Happy, eher nach Kaki. Das ist ein Spruch, den braucht man fürs Leben, den sollte man sich merken, Leute. Oh. Es liegt an diesem Giftwasser, richtig? Richtig. Da sind wir doch schon drin schwimmen gegangen. Oh. Schmeckt nicht nach Happy, eher nach Kaki. Hat der Nopon gerade gesagt. Ich bin eklig, der Nopon ist eklig. Komm out, komm out. So. Oh, das macht so viel Damage, durch das Wasser zu schwimmen. Hey, look what I found. Congratulations. Bitte poste ein Foto, wie Lu gerade geguckt hat, als du das gesagt hast. Kann man nicht wiederherstellen. You can do it, Rex. Wait here. I'll bring something great. Yo. Nein, was war Y? XY, ich verwechsel es immer. This is now officially the worst salvage run ever. Ich hoffe, das Vieh, was da jetzt gerade hochgekommen ist, ist jetzt nicht wieder Level 500.000. Ja klar, 35. No, we lost the upper hand. Hier geht's nicht hoch, verdammt. Ding, ding, ding. Mit dieser Krabbe nichts zu tun haben. Wie sie mir hinterherläuft, okay. Hä? Okay. Muss ich jetzt echt in diese doofe Basis rein? Okay, Leute. You think you can take me? Machst du gleich wieder Krach? Okay. Bitte? Das musst du wohl. Und habe ich doch keinen. Wie weiter oben? Gucken, ob ich durchkomme ohne einen You think you can take me?
Ventil. Natürlich. So funktioniert das. Schön, wenn ein Spiel bleibende Schäden hinterlässt. Oh ja, das hat das wohl. Ist jetzt was Tolles drin? Boah! Seltener Kristall, Boys! Wupp, wupp. Den Kristall. In den Kristallen sind Waifus drin. Manchmal. Wie gehe ich falsch? Da muss ich hin. What have we here? So. So, Nomon. Ekliger Erdgeschmack ist plötzlich verschwunden. Gemüse ist jetzt lecky-schmecky. Wie war's? Von Adaina Basis ist Giftbrühe in Erde geflossen? Weil sie die ganze Zeit schuld von Moradain das Gemüse nicht so wollte, wie Nomon wollte? Nomon hat so hart für lecky-schmecky Gemüse gearbeitet. Umsonst! Nomon fühlt von Nachricht getroffen wie von Donnerschlag. Nomon wird schon drüber hinwegkommen. Nopon wachsen an Aufgaben, hat Oma Pon immer gesagt. Also hat Nomon neue Samen gepflanzt. Bitte nochmal mit Dünger helfen. Oh. Ja, damit Happy Happy nicht schmeckt wie Kaki Kaki. Du machst jetzt Krach. Okay. Da, hört ihr, wie Krach das ist? Freiheit! Ich kann wieder reden. Vielleicht doch nicht fertig. Ich habe ein O gehört. Musst du nochmal? Okay. Ich habe doch kein Futter für mein Tier. Das braucht doch bestimmt ein Stuff. Das frisst nicht alles. Lu, hör auf mit Krach machen. Aber Lu braucht doch ihr Frühstück morgen, Leute. Sonst hat Lu morgen keinen Noms. Sonst hat morgen Lu keinen Noms. Kein Happy Happy. Und wenn Lu kein Happy Happy hat, kommt kein Kaki Kaki. Was? Lu schneidet ihre Fingernägel. Mit so einer Flex. Ja, einmal hat es heiße Orangen gegessen. Aber danach wird es immer picky. Morning, Rex. So. Das ist auf jeden Fall der teuerste Nopon, den wir bisher getroffen haben. Ich musste zweimal im Gasthaus übernachten und ihm noch mein Materialshit schenken. Es gibt Momente, wo die heißen Orangen die einfach nicht mehr langen. Welches Tier? Wovon redet ihr? Wir reden von dem Tier hier. Was brauchst du? Neue Äpfelis braucht die Dame. Bitte auf meine Liste schreiben. Ja, dann kriegst du auch keine neuen Äpfel. So, hier, guck, ich zeig's euch. Adon-Futter, da will jetzt eine krosse Maracuja, eine Zauber-Gene, eine Todeskiwi oder eine Ätztomate. Heiße Orangen sind nie mehr, das ist out. Hat er sich überfressen. Das ist wie, wenn ihr 50 Jahre lang das gleiche esst und dann keinen Bock mehr drauf habt.
Gucken, gucken. Oma Pon hat die Samen hinterlassen, damit Norman ganz neues Gemüse züchten kann. Traum von Oma Pon ist dank Feld von Norman und Dünger von Freunden endlich wahr geworden. Norman benennt nun neues Gemüsenamen, lautet nur Poporettich. Staun, staun. Hatte Freunden eigentlich ersten Happen versprochen. Aber Norman konnte nicht widerstehen. Lecky Schmecky kommt Norman jetzt vor, als wäre Norman 10 Jahre jünger. Norman hatte sogar Vision von lächelnden Oma Pon. War alles nur dank Freunden möglich. Norman hat leider immer noch nichts verkauft und hat Goldprobleme. Norman kann Freunden höchstens nur Poporettich als Belohnung schenken. Ist gute Belohnung, ganz sicher? Bevor Norman vergisst. Wenn Freunde weiterhin helfen, kriegen Freunde ganz viele nur Poporettiche. Lu lacht die ganze Zeit wegen nur Popo. Nur Poporettich, wenn Freunde nur Poporettich essen wollen, gerne jede Zeit vorbeikommen. Ist halt für den Arsch der Rettich. Machen von nur Poporettich ist fürchterdolle anstrengend. Haben Freunde Zeit, könnten nämlich aushelfen. Norman will Riesenmenge produzieren und verkaufen, bis Kassen platzen vor Kaching. Und dann wird nur Poporettich-Palast gebaut, so groß, dass selbst Palast von Konsulat dagegen winzig klein ist. Ich mag die No-Pons, Mann. Die sind super. No-Popo, genau. Weißt du, warum No-Popo? Weil vorher hat es ja wie Kaki geschmeckt und jetzt schmeckt es nicht wie Kaki. Also es ist No-Popo-Rettich. Das sagt, wo man sich reinstecken soll. Aber vielleicht wollen manche sich den Rettich in den Popo stecken. Der No-Popo. Das Ding ist knuffig. Und so sind alle Pico. Alle. Außer der Oberpon. Der ist arschig. Ach ja. Okay, machen wir die Hauptquest. Ich glaube, ich muss hier hin, dann komme ich zum Hintern, ne? Aber der Oberpon-Typ hatte doch sein Harem. Das stimmt. Aber bald habe ich mein Harem. Ja, ich muss die Waifus züchten. Du hast dein Koreaner-Harem. Oberpon nicht knuffig. Oberpon denkt nicht mal nur an Kaching. Genau. Aber die Pons denken doch eh alle nur an Kaching. Das sind doch die Pons, das sind doch alles, das ist ein geldgieriges Volk. Die geben auch kein Gold aus. Die wollen immer nur Kaching haben. Oh oh. Das geht nicht gut. Oh, der Fallschaden ist real. Was? Zimtipon? Okay, och nein. Gut, Lu macht wieder Abriss. Geronimo! Hey, look what I found! Congratulations! Du machst Abriss, sag ich doch. Scheiße. Die sind klein und flauschig, die müssen toll sein. Abriss Firma Lu steht zu Diensten. Das Meckern im Hintergrund, wenn Lu sich über was aufregt. I love it. Irgendwann habe ich auch so ein Ansteckmikro und dann kriegt Lu das immer dran. Und wenn sie dann rumtappst, dann hört sie das immer. Wann machst du Streams? Gerade eben. Um
und gestern und vorgestern. Und was ist da? Was will mich hier wieder töten? Geh weg. Für 25 Truthahn. Lu, Nefi, willst du Lu Hallo von mir sagen? Soll ich? Hä? Weiß nicht. Pico hat gefragt. Hallo? Ja. Ich hab Hallo zu Lu gesagt. Wie gesagt, das ist ganz schön krass. Ich weiß nicht, wie sie damit umgehen soll. Hallo Gel Elo. Oder Gel Elo. Ich muss runter, ich kletter aber hoch. Irgendwas ist falsch hier. Geronimo! Oh, bin ich jetzt auf einem Baum lande, bin ich tot. Okay. Der Arsch ist ganz schön weit entfernt, wa? Der Hintern von Gomo ist ganz schön weit weg. Ist das nicht der Hintern? Müsste bald da sein. Was haben wir hier? Was? Nein, wenn das Wasser tief genug ist, wäre ich nicht bei dem Sprung ins Wasser gestorben. Das ist doch Quatsch. You can do it, Rex. Shouldn't be too long. Yo. Ta. All right. Hello. What a beauty you are. Oh, 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 oh. Er ist gut gelandet, das heißt. So, wenn die Krabbe jetzt nicht Level 5000 ist, haben wir mal eine gute Ausbeute. Oh, Stufe 6, nice. No, we lost the upper hand. It's okay. Anchor shot. Make peace. Our losers are in tune, Rex. My thoughts exactly. So. Treasure acquired. Yes. Wie kriegt Zuzu ganz viele Punkte, die ich. Das ist doch der Hintern. Also wir sind schon fast da. Aber ich bin irgendwie auf der falschen Seite. Goddammit. Guck mal, da hinten ist die Stadt. Wir sind voll nicht weit gekommen eigentlich. Wenn man richtig ins Wasser, in die falsche Backe, genau. Komm out, komm out. Hier geht's aber auch nur einmal so straight down. Ja, man kann auf dem Vieh irgendwie immer nur hoch, aber ich muss doch runter, was soll das? Da ist so ein... Komm out, komm out. So ein Ding. Was ist das hier für eine Hütte? Ich glaube, ich muss echt hoch. Das ist irgendwie enttäuschend. Jetzt geht auch. Geht auch. Geht auch. Danke. Oh nein. I think you can take me? Sollte mein Sub-Sound werden oder ein Donation-Sound oder so.
warst gestern nicht dabei. Du kennst unseren Insider nicht. Interessiert sie auch nicht. Habt ihr gehört, sie interessiert sich dafür nicht. Das ist Lou. Eigentlich juckt sie sich gar nicht an den Streams. Don't forget me als Resub-Sound. Genau. Don't forget me.